Ich bin ja zu gewittern hier. Da. Ah, okay. Hä? Ach, da liegt schon wieder, ist schon wieder irgendwas. Das geht weg, okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Jetzt. Die ist jetzt gerade irgendein Licht aufgegangen, die Erkenntnis gekommen, die Erleuchtung. Oder was ist? Was bei mir gekommen ist, das weiß nur Yvonne. Wieso hast du zugeguckt? Mitgemacht. Ah. Oder Yvonne? Nix sie doch mal, du Sau. Yvonne sagt lieber nichts dazu. Hä? Wie die hier immer ihres Todes hecheln. Ja, wenn die keine Ausdauer mehr haben. Die liegen dann am Boden. So. Ich habe unser Schränkchen mal ein bisschen aufgefüllt. Du meinst das Drogenlabor? Da ist alles mögliche halt drin. Sind ja Soda, ich nehme mal zwei Medizin mit, sicher. Alkohol. So. Super. Ja, der kleine Medizinschränkchen ist fertig. Hallo. Wird schon wieder duster beim Schuster. Ich
Ich habe doch vorhin hier noch mehr Bäume gefällt. Wo sind denn hier schon wieder alle hin, die Steile? Ich habe einige mit. Yvonne hat, glaube ich, eingesammelt und ich habe für meinen Schrank welche genutzt. Ich habe den großen Schrank fertig. Ich bin aber auch gerade selber nochmal dran, neue nochmal Bäumchen zu fallen. Perfekt. Nochmal bei mich entfällt. Ja, du siehst schon fast wieder nichts. Die ist kalt. Und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Ich bleib bei irgendwas gerade hier hängen. Kotzen. Ich würde sagen, Schlafenszeit. Miteinander? Na klar, auf den Zeitschriften hier. Geil. Aber ich brauche dringend mal. Wie schnell wir haben noch. Sonst ist es blöd. Auf wen warten wir schon wieder? Auf mich. Mir ist kalt und ich bin nass. Ja dann, ab ins Bett. Ich stehe aber nicht so auf Körperwärme. So, aber. Kev, machst du mal bitte hin, ne? Nö, ich will dich nicht so an. Warte, halt die Taste, verdammt. Jetzt. Ja. So, was haben wir denn noch schönes Leckeres hier? Guck mal die feinen Schnitzel aus. Rohes Fleisch. Nee, danke. Ist doch die super. Halt. Ist das noch rohes Fleisch? Ist der Vorteil, wenn es immer wieder regnet und wir genug Schildkrötenpanzer haben, dass wir immer gut was zu trinken haben. So, der Kälteschrank ist auch fertig. Ja, wäre halt schön, wenn jetzt noch ein paar Baumstämme für unsere Verteidigungsanlage übrig bleiben. Ja, ich gehe sowieso gleich nochmal raus. Alles gut. Ich habe nur die Schränke fertig gemacht und baue jetzt hier dran nochmal
um die Verteidigungsdinger zu bauen. Kein Problem. Bambi. Ich hab deine Mutter gekillt. So. Ruckel, ruckel. Da bist du. Oh, da kommt schon wieder Nachschub. Falsche Richtung Baum. Wir haben gerade eine Versammlung. 1, 2, 3, 4, ich sehe. Und zwei Mutanten auf jeden Fall. Ich sehe mindestens 5 von den Kleinen. Treffer. Du machst ihn sauer. Ja, der bespringt dich auch gleich. Ja, ich merke das schon. Wieso krieg ich immer die Typen ab? Hallo. Ist jetzt mal gut hier. Vorsicht, im Lager ist auch eine Twitter-Tante drin. Hä? Eine von den Frauen, die man ganz selten hier im Spiel sieht. Normalerweise rennen ja immer nur die Männer hier rum. Die Frau steht in der Küche. Das ist übrigens auch eine Sache, wo man ja nochmal bei dem Thema Emanzipation und so sind, ne? Ich nicht verstehe, warum haben sie es geschafft, in dem Spiel bei den Inselbewohnern einen Frauencharakter einzubauen, aber als Spieler kannst du keinen weiblichen Charakter spielen. Es könnte ja auch eine Mutter sein, die mit ihrem Kind auf der Insel abstürzt. Ja, ich hoffe, dass du das zum Beispiel bei The Force 2 dann nochmal einführst, dass du sagst, du kannst dir selber einen eigenen Charakter stellen. Wie zum Beispiel bei The Division oder was auch immer. Oder bei Tom Clancy, was wir auch mal irgendwann mal wieder spielen könnten. The Division wäre auch eigentlich mal so ein Story-basiertes Game, also zumindest beide Teile. Für unseren Trupp. Ich glaube, momentan ist es sogar gerade das Wochenende, der zweite Teil. Ich hab's irgendwo gelesen heute, gestern. Und was bringt uns das, wenn das gratis Wochenende ist für dieses Wochenende? Jetzt gerade nicht, ja. Aber ihr könntet das mal für die Zukunft festhalten, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Das glaube ich ganz. Das Wetter kostet 29,99 € momentan. Aber ich weiß nicht, wie der. Ja, genauso wie Wildlands und Breaking Point, die wir nie zu Ende gespielt haben. Ja, auch da müssen wir dann. Ja, dann lass uns da irgendwann mal wieder ansetzen, klar. Ich bin da gerne mit. Dann warte ich ja nur drauf, Kev. Ja, pass auf, dann lass es nächste Woche nicht GTA zocken, dann zock mal nächste Woche Wildlands, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich hab ein bisschen, dann hab ich nur ein bisschen mehr Zeit und oder wie sieht's aus bei dir, Yvonne? Hast du das Spiel noch drauf? Nee, leider nicht. Kannst du das drauf packen bis nächste Woche für die Platz auf hier? Ich kann gucken, ob so drauf passt. Zumindest der erste Teil. Lass uns dann die Tage nochmal drüber quatschen. Ja, eieiei, Hilfe.
Du Penner! Mensch, jetzt lass mich doch mal dran vorbei hier, Mensch. Die Bonn ist auch am Boden? Ne, die hängt im Wald rum. Während unser Lager gerade überrannt wird. Ich musste gerade so an den komischen Klops da hinten vorbeischleichen. Nein, mal gerade kurz. Jetzt bin ich gerade. Zückt euch wieder, ich war gerade am Trinken. So. Hilfe! Aua! Hilfe! Aua! Habt ihr Ruhe? Da sind die Bösen! Ich hab nichts gemacht. So. Da ist noch einer. Jetzt ich glaube, der ist auch hinüber. Ja, ja. So. Habt ihr auf jeden Fall genug Knochen für das erste Mal, bitteschön. So, Grillparty. Oh oh, da kommt direkt die nächste Truppe. Komm schon, geh kaputt, endlich, so. Mann! Immer wenn ich schieße, bewegt er sich jetzt. So. So, schön. Okay, ich bin am Boden. Ich wollte dich gemacht und von dem Baby, ist klar. Fast doch. Ja. Dass die Frau wieder von dem Baby alle gemacht wird, ist doch eigentlich ganz passend. Das ist nice. Hier ist jemand rumschmanschen, irgendwo eins rum. Kann man die Rüstung mal mitnehmen. Da bist du die Sau.
Wo sind denn eigentlich die ganzen Knochen hin, die hier waren? Ich habe hier noch nie Knochen mitgenommen. So. Wenn ihr die nicht eingesammelt habt, dann verschwinden die in einiger Zeit. Ich habe auch noch einige bei mir an Bord, weil ich suche eigentlich jetzt gerade Stöcke, um einen Knochenkorb zu machen. Dass wir die mal da zumindest zwischenlagern könnten. Wo wir denn überhaupt? 40. Irgendwo hier ist noch ein kleines. Direkt hinter dir war eins, Kevin. Bitte schön. Dankeschön. Ich hab's ja schon immer gesagt, mich mögen Kinder. So. Der Kevin, der zeigt euch einen richtigen Hasen. Ah. Ich bin Harry Potter, ich habe einen Zauberstab. Expecto Patronum! Kommt nicht heute der letzte Teil? Der allerletzte Teil? Heute Abend? Glaub, gestern kam der erste vom 7. und heute kommt der zweite vom 7. Keine Ahnung. Sie fragen den Falschen. Hi, hallo? So, ich brauche eigentlich, das wollte ich. Unsere Stachelbarrikade ist fertig. Komplett. Yep. Unsere oder deine? Und so. Weil die wollen sich länger nicht rasieren, dann hat sie auch eine Stachelbarrikade. Ja, wollte ich ja sagen, das habe ich ja gemeint. Damit wärst du so Leute wie Markus haben, so ungebetene Gäste. Ach, ich werde genug gebeten, glaub mir mal. Wenn es heißt, bitte hör auf. Heißt das nichts, heißt nichts Gutes? Das weißt du ja. Bitte was? Das steht immer unter deinem YouTube-Kanal. Nö, bisher noch nicht. So, hab ich denn schon wieder? Warte. Ich wegen einem Schock noch mal rausrennen, weißt du? Mensch, ein paar Minuten ist ja auch schon wieder Schluss, ja? Hä? Was ist Schluss? Oder hattest du nicht gesagt um 12 oder so? Was wann hast du gesagt? Um eins. Also wir haben noch ein bisschen. Okay. So, jetzt haben wir jetzt mal eine Knochenkiste, die liegt in der Hütte. Ja, bei mir ist es ein Anfehler. Ich glaube, das sind eher die Baumstämme, ne, die angezeigt werden, sondern bei mir wird aber Blätter angezeigt. Wir brauchen noch einige Baumstämme, allein wie die ganzen. Die werden mir nicht angezeigt. Okay. Stattdessen soll ich Blätter sammeln. Warum auch immer. Ha.